Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. So, nachdem wir unsere neue Stadtviertel geplant haben und geplant haben und da geplant haben und da, kommt jetzt nun endlich das Wichtigste, ein neues Lager. Aber hier können wir auf jeden Fall, was haben wir denn hier, Zinkvorkommen. Das schließen wir auch erstmal an. Ah ja, zack. Zink. Bis jetzt habe ich absolut noch gar keine Verwendung dafür. Also. Bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Also für Zink und alles habe ich so erstmal gar keine Verwendung. Was ist hier los? Ja, die Häuser müssen dann irgendwann nochmal erweitert werden. Spielstand so, gespeichert. Wie sieht es denn hier produktiv aus? So, Fisch geht nach oben. Schnaps hält sich in Grenzen. Stoffe gehen nach oben. Wurst geht nach oben. Dann haben wir das erstmal. Es steigert sich alles produktiv. So, die erste Brotproduktion ist auf jeden Fall auch schon mal hier. Da. Moment mal. Warum hat er denn nur 22 Felder? Wir finden jetzt noch 6. 1, 2, 3, 4. Entschuldigung. Ja, gut. Der hat aber 144, der hat 144. Okay. Jawohl, jetzt haut's hin. Das ist, wenn du die Felder, das ist mir auch schon mal aufgefallen, wenn du die Felder hier so über diese Dinger ziehst. Moment, wartet. Kostet ja erstmal nichts, gell? Wenn man jetzt hier die Felder so ansetzt. Komisch. Interessant. Interessant, interessant. Okay. Aber die Flüsse sind immer so laut hier. Ja, aber das können wir erstmal so lassen. Nochmal kurz zu den, falls es noch nicht aufgefallen ist. Also man kann das im Prinzip ja immer ausrechnen. Man sieht ja hier jetzt zum Beispiel bei der Getreidefarm Produktionszyklus. Ja, also eine Getreidefarm macht pro Minute eine Tonne Getreide oder ein Getreide. Oh. Eine Mühle kann in 30 Sekunden ein Getreide verarbeiten, macht somit in der Minute 2 Getreide. Also brauchst pro Minute zweimal, also zweimal Mehl macht das dann eben. Und braucht dann eben pro Minute 2 Getreide. Getreide. 1 pro Minute. Wir brauchen 2 pro Minute. Das heißt, wir brauchen 2 Getreidefarmen, um eine Mühle auf 100% betreiben zu können.
Beim Brot ist es dann wieder so, Mühle macht dann eben 2 Getreide pro Minute, heißt, und Bäckerei verbraucht einmal das Mehl, also Mühle macht 2 Mehl pro Minute, Bäckerei braucht pro Minute 1. Das heißt, wir können mit der Mühle dann wieder 2 Bäckereien betreiben, ja, weil die macht ja 2 pro Minute. Und so ist das eigentlich aufgebaut. Also wenn man da immer mal ein bisschen hinguckt oder so. Kompliziert, was ich finde, hier beim Stahlwerk. Ja, also das macht immer pro Minute 2. Also man kann halt wirklich sagen, wie hier. Eisenmine macht pro Minute 4. Das heißt, ich kann ein Hochofen oder 2 Hochöfen mit einer Eisenmine versorgen. Ja, also immer 2 Hochofen. Eine Eisenmine, 2 Hochofen. Ja, die Hochöfen brauchen 2 Eisenerz pro Minute. Spielstand gespeichert. Und die Eisenmine macht 4 Eisenerz pro Minute. Ja. So, hier sieht das wieder anders aus. Ja, also wenn man jetzt 2 Hochöfen hat, braucht man nur 2 Köhler. Ja, also 2 Köhler. Bräuchte man dann eben dafür. Wichtig ist bei der Köhlerei, ja, also die macht halt wirklich Kohle 1:1, ja. Was mir aber aufgefallen ist, wenn ihr später mal in der Stufe 3 müsste das glaube ich schon sein, ja, da gibt es diese Steinkohlevorkommen. Die arbeiten dann genauso wie die Eisenmine. Die machen auch Kohle. Genauso was der Köhler macht, der stellt Kohle her, macht dann die Steinkohlevorkommen dann auch. Nur, die arbeitet dann so schnell wie die Eisenmine. Und da liegt dann wieder der Vorteil da drin, dass man, ja, wenn man den Köhler mal, die Köhlerei dann weglässt, ja, nur eine Eisenmine braucht und eine Steinkohlemine. Kann damit dann auch 2 Hochöfen betreiben. Der Vorteil daran ist, es ist platzsparender. Und darum geht's ja. Ja, weil die Köhler, jeder der es kennt, bauen wir 4 Köhler, Köhlerei. Wenn wir jetzt hier mal hingucken, was die von enormen Platz brauchen. Ja, also die brauchen extrem viel Platz. Wenn man hier allein hier auf die Ecke würde ich gerade mal 2 hinbekommen. Also hier einen, hier oben einen, so gerade so. Deswegen immer drauf achten. Natürlich sind die Köhler erstmal essentiell. Ja, also man kann jetzt sagen, okay, man baut hier. Hier ist dann im Endeffekt die Steinkohle und da kann man auch hier die 2 Köhler hier so auf die Ecke drücken. Oder man macht den hier hin, den anderen hier hin und legt dann hier einen Weg durch, verbinden, zack, fertig. Ist wahrscheinlich die beste Methode. Ja, und hier oben dann eben einen Marktplatz hin. Ja, und dann kann man hier dann gleich die Eisenproduktion und Stahlproduktion aufbauen. Kompliziert wird es dann immer hier. Ja, weil Stahlwerk verbraucht dann eben einmal, also wir machen ja dann mit 2 pro Minute macht ja einen Hochofen. Und er braucht 1,5 pro Minute. Ja, weil in 30 Sekunden haben wir eins, also habe ich da eine Überproduktion von 0,5. Die wiederum bei der hier
gut kommen, weil dann kommt das nämlich wieder genau hin. Die 0,5. Also ist es mir so aufgefallen, ein Stahlwerk, eine Kanonengießerei pro Hochofen und es gleicht sich wieder aus. Ja, kann man so sagen. Okay, Freunde. So, wir sollen... was soll man denn jetzt machen? Einen Schoner bauen. Können wir den nicht bauen? Achso, wir haben keine Kanonen. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit zwei Stunden. Bist du da so sicher? Spielstand gespeichert. Barry O'Mara hat Anteile von Willy Wibblestock an der Insel Dungarry gekauft. Okay. Also, die Computerleute handeln hier schon mit Anteilen. Gibt's dann immer. Moment. Hier, Übersicht über Inselanteile. Da müssen wir aber erstmal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, wir machen erstmal weiter. Das Eisen ist außer Reichweite. Wir müssen irgendwie einen Weg durch diesen Berg finden. Ich habe noch ein paar Stangen Dynamit übrig. Wir könnten uns den Weg freisprengen. So, wir könnten uns den Weg freisprengen. Vielleicht nicht ausgefeilt genug für deine Schwester, aber zumindest können die Grabungen beginnen. Ja, wir fangen erstmal an mit den Grabungen. Dann soll er erstmal Zeug holen. Wir brauchen erstmal 25 Holz und 25 Ziegelsteine, dann können die schon mal anfangen. Derzeit bauen wir mal 1, 2 Schoner. Und erweitern mal die Stadt. Ja, das sollte, der Marktplatz reicht bis dahin. Man hat ja auch die Möglichkeit, dann mit diesen Steinstraßen die Reichweite von den Gebäuden zu erhöhen. Ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel von dem Markt... Moment, wir klicken mal kurz den Markt an. Hier ist es ja ziemlich hellgrün. Da kommt schon in jede Ecke der Markt. Hier oben zum Beispiel würde er jetzt nicht hinkommen. Ja, dann kann man das halt... Was macht ihr da? Sprengungen erfordern echte Sachkenntnis und nicht bloß Dynamit und eine Zündschnur. Vater wandte sich stets an Mr. Ticker wegen seiner hervorragenden Expertise. Ich nehme an, du findest ihn in Bright Sands. Und wie ihr seht, ja, eine Straße hier hochgezogen. Oder dann auch hier hochgezogen. Und dann ist es hier auch hellgrün. Ja, also man kann mit diesen Steinstraßen dann die Reichweite auf jeden Fall erhöhen. Von dem Marktgebäude. Theater hier.
Und es ist auch keine Schwierigkeit, wenn ich jetzt sage, ich baue hier oben nochmal einen Markt hin. Ja, oder man baut hier eben auch nochmal Servicegebäude hin. Das ist soweit alles kein Problem. So. Hier geht es dann ja auch wieder darum. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt am günstigsten aufbaue. Spielstand gespeichert. Schiff vom Stapel gelaufen. Nein. Eine Produktion wurde angehalten. Von mir aus freigegeben. Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Ja, wie gesagt, dafür ist halt wirklich dieser Planungsmodus perfekt. Da kann man hier nochmal wegnehmen. Wie viele Pferde haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 weg. So. Perfekt! Eine Produktion wurde angehalten. Da haben wir da schon mal Maische-Produktion. Ja, genau das gleiche Prinzip wie die wie bei der Mühle. Genau das gleiche Prinzip ist es hier gerade. Oh, der ist fertig. Schiff vom Stapel gelaufen. Eine Produktion wurde angehalten. Ein Feuer ist ausgebrochen.
das ist eben jetzt die Frage, wie basteln wir das hier hin? Könnte da vielleicht auch... Spielstand gespeichert. Eine Produktion wurde angehalten. Die Flammen wurden gelöscht. So. Nach den Protesten haben viele Bright Sands verlassen, um sich ihnen anzuschließen. Doch Edward schlug zurück. Er ließ alle einsperren, die ihrem Vater nahestanden, auch meinen geliebten Thomas. Sie alle wurden ins Gefängnis von Warmways deportiert. Ich habe seitdem nichts mehr von meinem Mann gehört. Wenn Sie ihn finden, sagen Sie ihm, dass seine Frau sich nach seiner Rückkehr sehnt. Wir nähern uns dem Ort, an dem dein Vater starb. Was auch immer passieren mag, bleib ruhig. Da seid ihr also. Die Brut des Verräters. Du wagst es? Ersparen Sie mir diese Ausreden. Wer hatte die fruchtbaren Ländereien Ihrer Majestät an irgendwelche Freiheitskämpfer verhökert? Verräter ist er noch viel zu milde. Vater hätte so etwas nie getan. Er war ein treuer Anhänger der Königin, Mitglied des Rates. Er hat sich in seiner Zelle erhängt. Ich würde das als ziemlich eindeutiges Schuldgeständnis werten. Wir sind nicht gekommen, um beleidigt zu werden, sondern wegen eines Geschäfts. Wir wollen Thomas, den Sprengmeister. Ich erinnere mich an ihn. Stur wie ein Ochse und selbstredend unschuldig, wie alle anderen auch. Er ist ein kleiner Fisch. Die Kaution wurde bereits festgesetzt. Sobald die volle Summe beglichen wurde, steht er Ihnen zur Verfügung. Habt ihr das wertlose Gesindel hier gesehen? Aber gut, wenn ihr unbedingt für einen davon Pfand hinterlegen wollt. Erledigt. Ja, wir wollen Pfand für den hinterlegen. Ich behaupte ja nicht, dass ihr Vater kein Verräter war, aber... Mal, wenn ich könnte. Samuel Goods, Ingenieur? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Das ist das Mindeste dafür, dass ich diesen Ort hier ertrage.
Er ist bereit zum Transport. Achten Sie auf zwielichtige Gestalten, die uns folgen könnten. So, mein Schiff schicke ich dann erstmal hin zur Unterstützung. So, aber das hier gefällt mir noch nicht. Spielstand gespeichert. Wenn ich denn... Moment mal. Wenn ich das jetzt hier vorne mal einsetze, ist ja erstmal vollkommen egal. Moment mal. Ich will das irgendwie platzmäßig, lässt sich das doch bestimmt einrichten. Das ist mir vollkommen egal hier. So. Versuch, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Jeder von Vaters Vertrauten ist auch ein Freund von uns. Okay. Also bin ich jetzt ein Gut, das man kauft oder verkauft? Ihr Vater behandelte mich immer wie einen Menschen. Ich weiß nicht genau, was Sie da vorhaben, aber es wird Samuel nicht zurückbringen. Schätzchen, bring mal doch deinen Hut nach draußen. Ist doch egal. Ich warte noch auf den großen Knall.
Und den sehen wir dann in der nächsten Folge. Ob ich nun für Macht's Sie oder für Schau. Eli Löcher Butler, was macht es für einen Unterschied? Ja, bleib erstmal geschmeidig und sachlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.